Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Race Room Racing Experience. Im Hintergrund seht ihr den BMW M6 GT3, der schon hier in Race Room als KI verfügbar ist. Leider noch nicht selbst zu fahren, aber wir können hier jetzt ein bisschen durchzuschauen, bevor wir in unserem Mercedes einsteigen werden. Und ja, wir haben nicht nur den BMW hier mit bereits im Spiel drin, ohne dass wir ihn fahren können, sondern es sind noch mehrere Fahrzeuge drin. Und zwar, ja, hier sehen wir den MP4-12C, den kann man fahren, aber einen Wagen, den wir noch nicht gesehen haben, den ich euch jetzt auch natürlich noch zeigen werde, und zwar der hier, der 650 GT3, genau, der ist auch schon im Spiel drin, ist aber leider auch noch nicht fahrbar, und wir können ihn auf jeden Fall über die Strecke jagen. Und ja, wir gehen noch kurz ins Fahrzeugsetup rein, 11 Runden, ja, ich glaube, das passt recht gut. Wir gehen einfach mal hier auf Fahren und gehen als Letzter auf die fliegende Runde. Ach ja, Bitlimit habe ich schon wieder vergessen. Ja, egal. Wir gehen jetzt trotzdem mal auf die schnelle Runde, beziehungsweise mal in die Einführungsrunde, um dann eine Qualifying Lap hinzulegen. Und um uns da für einen vorderen Startplatz zu qualifizieren. Beziehungsweise, ja, qualifizieren passt schon, wir fahren ja das Qualifying, dann hat man ja eine Qualifikation. Und ja, wer dementsprechend die schnellste Zeit setzt, steht ganz vorne, und das ist natürlich auch unser Ziel. Wir sind hier auf Monza unterwegs, das Ganze auf der Grand Prix Strecke. Wie gesagt, die Mercedes-Benz SLS AMG GT3 in der Haribo-Lackierung, also wunderschöner Wagen hier. Früher auch sehr viel auf der Nordschleife unterwegs gewesen, was VLN angeht und so. 24-Stunden-Rennen, glaube ich, hat er sogar auch mal gewonnen. Also, dass der SLS es gewonnen hat, das weiß ich. Ob es jetzt hier der Haribo war oder jetzt der Black Falcon, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich habe einfach gedacht, ich schnappe mir das Haribo-Design, weil das ist mal was anderes und ist ja auch schön hier. Ist sogar schön mit Bindstein-Werbung, alles drum und dran. Ist ja die VLN-Variante, die wir hier fahren, von dem Aufklebern her. Und ja, ich werde jetzt auch dann schon langsam mal anfangen, eine Liga zu starten. Aktuell bin ich ja nur in dieser Testphase seitens Race Room drin, wo ich alles testen darf. Und ja, bin schon gespannt. Wie dann die Liga bei euch ankommen wird. Ich werde natürlich diesbezüglich eine Umfrage erstellen, wo ihr dann dementsprechend auch das Fahrzeug bzw. die Fahrzeugkategorie und auch die Strecken auswählen dürft, aber da kommt noch mal separat ein Info-Video. Ja, dann müssen wir noch eine Runde gehen. Da habe ich leider das 150 Meter Schild eingebaut, das ist leider ein bisschen zu spät, ich muss schon vor 150 Meter anbremsen, aber vor lauter hier über die Liga, die ich erstellen möchte, zu philosophieren, habe ich das Ganze irgendwie versäumt. Ein Umlauf geht sich auf jeden Fall noch aus hier. Nach einem Rennen werden wir gut 7 Runden fahren. So, beim nächsten Durchlauf muss halt alles passen, ansonsten stehen wir weiter hinten. Also sowas darf da nicht passieren. Aber die Kurve ist auch relativ schwierig. Keine Ahnung, ob einer von euch das Video bei Lukas gesehen hat von der F1 2015 Megacorp-Saison. Da bin ja ich mit Lukas arg in die Quere gekommen und da hat er mich einfach mal um meine Punkte gebracht. Hier Verbremser, das ist auch super optimal. Jetzt sind wir auf jeden Fall langsam, als wenn wir jetzt die Strecke ausgefahren werden. Ja genau, da hat er mich um mein Rennen gebracht. Lukas selbst ist ja dabei ausgeschieden. Ja, es war auf jeden Fall emotional, das Rennen hier. Und ich hoffe, dass bei mir in der Kurbsaison jetzt dann auch mal ein bisschen besser läuft. Mir sagt dann immer noch, der 5.3. ist heute. Und ja, ich bin noch ein bisschen am Aufnehmen hier, damit dass ich noch den ganzen Content seitens Race Room nutzen kann. Heute hatte ich mal ein bisschen Bock auf GT3, dann bin ich auch schon bereits die Folge mit dem Fricatelli Porsche gefahren.
Ja, und jetzt hier den morgen werde ich auch noch aufnehmen, weil bis zum 7. habe ich den Vollzugang. Am 7. dann ist er leider weg, muss ich ihn wieder abgeben. Und ja, aber ich habe euch schon ein paar Folgen aufgenommen, so ist nicht. Ich glaube insgesamt jetzt über 20 schon. Und da kann ich euch ein bisschen mit Race Room hier verköstigen, würde ich mal sagen. Morgen werde ich mir speziell nochmal die DTM ein bisschen zur Brust nehmen. Die DTS Cup werden wir uns auch nochmal vorknüpfen. Und auch den DT Cup, den 2016er, da werden wir auch nochmal unseren Spaß mit haben. Eventuell, dass ich sogar noch eine Folge zur DTCC aufnehme. Ja, da geht mir, glaube ich, noch die 2014er Saison ab, die ich noch nicht aufgenommen habe bis jetzt. Damit, dass wir die auch nochmal sehen. Vielleicht nochmal auf Shanghai oder so. Ich muss mal schauen, weil die Strecke hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Da muss ich halt die Kegel ein bisschen hochstellen. Und ja, wie sieht's aus? Hier rundenzeittechnisch kann ich mithalten. Und da sind wir weit zurück hier. Man könnte sich ausgehen, dass wir nicht ganz hinten stehen. Steht schon da, Ende der Sitzung, das heißt, dass ich jetzt hier hinknall zählt. Nochmal alles rausholen hier aus dem Wagen. So, welcher Platz ist es schlussendlich geworden? Warten wir mal kurz ab, dann sehen wir das Ganze auch. Und ja, Rang 11 ist es geworden. Das heißt, wir sind noch auf der ersten Seite des Klassements zu sehen. Dann schauen wir aber mal, wie soweit die Startaufstellung angeht, als App aussieht. So, vom Sprinter gehen wir runter auf 7 Runden, weil so viel fahren wir auch. Da brauchen wir nicht mehr. So, dann zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier auf los. Und da sehen wir in der ersten Startreihe Birchmeier vor Fong. Also Camaro. Chevrolet Camaro vom Bentley. Dann in Startreihe 2 der BMW Alpina B6 GT3. Also der Vorgänger vom BMW M6 GT3. BMW Team Studie. Genau, der steht hier auf Rang 4. Dann in der Reihe 5 haben wir den MP4-12C GT3 von Cohan. Auf Rang 6 BMW Team Schubert Z4 GT3. Auf Rang 7 der McLaren 650S GT3, da wo noch das Bild hier fehlt. Also er steht auf 7. Auf Rang 8 der Nissan GT-R GT3. Dann auf Rang 9 Schubert Motorsports Z4 GT3. Auf Rang 10 der Porsche 911 GT3. GT3, passt schon. Dann auf Rang 11 kommt unser Haribo Racing Mercedes-Benz SLS AMG GT3. Auf Rang 12 Ansel Motorsport Ford GT GT3. Dann bist du weitergehen hier. So, auf Rang 13 der Scuderia Klickenhaus B4-5 Kompetitionen vom Team Gillis Motorsports. Dann kommt wieder ein Schubert Motorsport Z4. Dann kommt der HTB Motorsport Bentley GT3. Dann der Race Room Chevrolet Corvette. Dann der Twin Bush Motorsport R8 LMS Ultra und der KW Suspension RT12 R GTR3. Und die letzte Startreihe machen komplett der Ford Mustang GT3 sowie der P4-5 Kompetition. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt mal hier auf Fortsetzen und schauen, dass wir hier nach vorne kommen. Da geht auf jeden Fall mehr, als wir drin bis jetzt gezeigt haben. Hier die erste Kurve ist immer scheiße zu fahren, die Monster, nach dem Start. Wir haben auch, glaube ich, der Chilis ist natürlich zurück hier. Wir sind aktuell nur auf Rang 12 gelistet. Jetzt sind wir 11. Da hat mich der Ansel Ford GT mal richtig den Platz weggenommen, würde ich mal sagen. Er ist einfach zugezogen, hat uns hier innen drüber geschoben und dann dementsprechend auch haben wir die Position verloren. Das ist natürlich nicht ganz so super. Jetzt haben wir auch dreckige Reifen, das müssen wir erstmal wieder sauber fahren, bevor wir überhaupt noch auf den Angriff denken können. Aber aktuell sind wir 14. Das heißt, wir haben Luft nach vorne und steht da unten Cooler Master beim hat. Sieht fast so aus.
So. Jetzt heißt es volle Attacke, ja. Und hier in der Kurve habe ich viel liegen gelassen. Viel. Da ist der Puck wieder dran. Jetzt hoffen wir mal, dass der SNS ein bisschen schneller ist. Ja, ist er auch. Wir ziehen wieder davon. Das ist super. Das ist sehr gut. Da vorne sind sie sich ein bisschen gegenseitig in die Quere gekommen. Die haben sich ein bisschen aufgehalten. Dadurch sind wir auch wieder dran an dem ganzen Geschehen da. Und hier die Kurve, die liegt in unserem SLS. Da kommen wir immer wieder ran. Haben wir einen Platz wieder zurück. Und da dreht es uns weg. Okay, jetzt müssen wir wieder angreifen. Ich hasse die Kurve hier in Monza. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie sehr ich die hasse. Die geht nämlich so gut rum und wenn du da ganz, ganz leicht auf der Bremse stehst, blockieren sofort die hinteren Räder und du bist weg. Auch hier von der Formel 1 das 100 Meter Schild gewohnt zum Anbremsen. Ah, jetzt läuft es gerade gar nicht mehr hier. Wieder eingeschlagen. Aber wir kommen schon noch dran, wir holen noch auf, Leute. Versprochen. Und ja, ein bisschen nochmal zurück zu der Saison, die ich mir gedacht habe, die wir ja fahren könnten. Also mehr oder weniger die Liga gegen die KI. Natürlich ist mir so gedacht mit Rennern vom Qualifying. Sprich, wenn wir hier ein Rennwochenende fahren, hätte ich gesagt, wir machen noch 15 Minuten Qualifying und 20 Minuten Rennen. Und ja, da kann man nämlich im Qualifying auch nochmal ein bisschen was setup-technisch ausprobieren, kann sich auf die Strecke gewöhnen. Und ich glaube, das ist soweit sicher kein Fehler. Oh, warum dreht mich jetzt hier andauernd? Ja, drehen wir einfach hier unsere Runden. Mit den vorderen, also mit den Platzierungen von 19, da kann man eh nicht mehr mithalten. Von dem her drehen wir dann auch gemütlich unsere Runden. Schauen wir, dass wir Schaubahn hinkriegen, eventuell sogar die schnellste Rennrunde. Ja, läuft nicht ganz so gut für uns wie sonst. Oder wie gewollt, so. Ja, hier auch ein bisschen zu spät angebremst. Einfach sauber drüber fahren, schauen, dass uns der Arsch nicht weggeht und dann versuchen wir es in der nächsten Runde erneut mit einer schnellen Rennrunde. Vor allem üben wir jetzt ein bisschen hier die Kurve. Ja, die ist nämlich wirklich echt saublöd zu fahren, hier die zwei Kurven. Da kannst du so extrem viel Zeit verlieren. Mal schauen, vielleicht kommen wir sogar noch irgendwie ran an die Typen da vorne. So, dann. Und der Alpina P6 hat die beste gelegt, jetzt der Arnsen Ford GT. Sodalan, in die Runde. Genau, hätte ich mir einfach gedacht, fahren wir so 20 Minuten Rennen, dann müssen wir auf jeden Fall, also mit Pflichtboxenstopp, das machen wir auf jeden Fall mit rein und halt 15 Sekunden Qualifying und dann jeweils halt eine eigene Folge. So parallel zur Megacorp-Saison, einfach dass ein Wochenende lang die Megacorp-Saison kommt mit Samstag Qualifying, Sonntag Rennen und das andere Wochenende hier unsere GT3.
oder PTS Cup Saison, je nachdem was man dann auswählen. Ich glaube, das könnte schon relativ lustig und spaßig werden. Ich glaube, jetzt allein durch den kleinen Wolfer hier über den Curb ist wieder unsere Runde nicht gültig. Und ja, wir holen auch auf den letzten. Oder den vorletzten, weil letzter sind ja wir. Aber das Glück ist halt echt nicht auf meiner Seite hier. Anbremsen sehen wir nicht mehr, aber ja, wir haben ordentlich aufgeholt von der Distanz her. Ja, da haben wir sogar geschafft, ohne dass wir in den Stopp rauskommen. Ich glaube, das wäre eine richtig gute Rundenzeit sogar. Oder spielen zählt, glaube ich, die Runde nicht, weil ich eben über den einen Körper drüber geräubert bin. Da wäre zumindest Off-Track-Warnung dagestanden. Da wäre eine 51er Zeit gewesen. Also jetzt einfach bei dem einen Curb hier aufpassen, dann dürfte schon eine neue schnellste Runde drin sein. Ja, da sind wir nur noch 7 Sekunden hinter dem vorletzten. Ich weiß ja nicht, was die für eine Zeit jetzt aktuell gehen. Jetzt haben wir die Kurve ja auch ordentlich mitgenommen. So, die Passage jetzt auch sauber mitgenommen. Ich glaube, das könnte sogar eine schnellste Rennrunde werden. Mit der Glieder habe ich leider so ein bisschen meine Mühe und Not, und dass ich mich da bei der Einstellung nicht gedreht habe, war Mist. Off-Track-Warnung, geiler Scheiß, schon wieder die Runde ungültig. Obwohl die jetzt, glaube ich, nochmal stärker gewesen wäre. Ja, wobei hier die Parabolika, die sind mal scheiße gefahren. Oder bin ich ein Scheiße gefahren, so muss ich sagen. Und wir sehen schon mal die Leute da wieder. Und die wäre es nicht besser gewesen, aber ja. Zu früh runtergebremst hier. Wäre schön gewesen, wenn wir jetzt im Lauf der letzten Runde wieder angeschlossen hätten, wenn wir da 14 Sekunden aufgeholt hätten. Das wäre schon krass geil gewesen. Und hier auf der Wiese anbremsen ist natürlich Mist. Oder das wisst ihr eh selbst. Und das ist alles, was ich aufgeholt habe, wieder auf einen Tusch weg. Ah, Mist. Ja, dann hilft's eh nix. Haben wir leider hier das Ganze ein bisschen verkackt. Ja, kommt hoch, es kommt. Weitere Rennen, also wir können wieder aufholen. Jetzt gibt's doch nicht, dann ist gleich an wie vorhin, aber jetzt schaffe ich nicht hier. Oh, komm. Da merkt man einfach die Reifen, wenn sie dreckig sind, da wollen sie bei weitem nicht mehr so gut drüber gehen.
Backrad haben wir abgekriegt, genau, wenn wir die 24 Stunden noch lackieren sogar drauf. Die Nummer 8 hat der wunderschöne Wagen hier. Dann genießen wir einfach noch mal ein bisschen das Brüllen. Oh nee, es geht noch eine Runde. Es geht noch eine Runde, Leute. Ich dachte jetzt schon, wir wären im Ziel, aber nö. Wir müssen noch einmal eine Umdrehung starten. Würde ich sagen, gehen wir aber wieder rein, ansonsten haben wir unsere Mühe und Not. Und dann versuchen wir wenigstens jetzt noch mal eine schnellste Runde hier rauszuzaubern, wenn wir eh schon 16 Sekunden Rückstand haben auf den vorletzten. So, na. Ich will zumindest eine 52er Zeit in diese, die fair ist, also die nicht irgendwie, wo dann heißt, ja, du bist von der Strecke abgekommen, Off-Track war noch, Runde gilt nicht. Wir waren jetzt aber auch nicht zu 100% am Limit hier. Jetzt sind wir aber die Parabolika durchgekommen. Und ja, die Zeit 1:52.8 ist jetzt nicht das, ja, was ich mir erträumt habe, aber wir schauen mal, was so im Großen und Ganzen an Ergebnissen reinkam. Und ja, der Ara, ich weiß nicht, ist er jetzt mit dem ja, mit den M6 gefahren oder nicht, das bin ich jetzt nicht sicher. Ja, aber der Hobbs, der ist auf jeden Fall mit dem 650 gefahren, der ist relativ gut platziert. Wir mit knapp 14 Minuten eindeutig die schlechtesten hier auf dem Kurs. Aber trotzdem, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über den Daumen nach oben freuen. Und ja, das nächste Mal läuft es hoffentlich wieder besser. Ich muss lernen, nicht so ganz so aggressiv zu fahren. Und ja, aber das gehe ich auch noch hin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin jetzt raus. Ciao, Leute.